herzliches Servus und Hallo zu dem Video. Ja, wie schon angekündigt, in einem Beitrag bei YouTube mache ich einmal ein Erklärvideo zu meinem Sägewerk. Ja, ein Sägewerk. Der eine oder andere hat es mitgerichtet. Ich habe mal ein Sägewerk für die Motorsäge gekauft. Das Ding wird oft einmal als Alaskan Mill bezeichnet. Ursprünglich einmal die Idee dahinter, ein Sägewerk zu haben für die Motorsäge, wenn du einen Stamm im Wald hast, der zu groß zum Abtransport ist oder du kommst nicht nach, dass du deinen Wald aufsägst. Ja, ich habe ein Sägewerk für die Motorsäge. Und sorry, das Sägewerk habe ich mir angeschafft, damit ich selber mal ein wenig Holz sägen kann. Warum schaffst du so ein Sägewerk an? Warum schaffst du dir kein Blockbandsäge an? Ist doch viel besser, viel akkurater. Eieiei. Ich habe ein viel Rundballen drauf, habe ich das Gefühl. Ja, warum schaffst du dir so ein Sägewerk an? Schaff dir doch ein Blockbandsäge an, ist doch viel besser. Du hast doch eh die Möglichkeiten, kannst du aus dem Wald rausholen. Und du kannst doch eigentlich alles schön mit einer Blockbandsäge machen. Ja, warum habe ich keine Blockbandsäge? Wir wollten eigentlich schon mal eine, der Vater hat schon mal eine gesucht. Wäre natürlich eine schöne Anschaffung, wäre natürlich interessant. Die waren im vorigen Jahr, 2020, auch noch relativ günstig. Ich hätte es auch noch für ja, recht moderate Preise gekriegt, so 3.500 bis 4.000 Euro. Wo du sagst, okay, vernünftig, nicht das High-End-Produkt, wo du sagst, mit hydraulischen Stammhebe und ja, halt alles aufs Glänzen, dass da möglichst keine Handarbeit, nichts mehr hast. Klar, die Stammklemmen vielleicht ein wenig einfacher, nicht hydraulisch, sondern halt dann ein wenig einfacher gehalten, die wo du da selber einlegst. Wollten wir eigentlich kaufen, hat sich aber leider nicht ergeben. Es gibt halt nur mal noch andere Verpflichtungen und es kostet halt deswegen leider alles ein wenig Geld. Und dann kann man sich halt sowas nicht immer leisten. Deswegen haben wir so ein Ding noch nicht. Aktuell liegen die Preise ja utopisch hoch für ein einfaches Sägewerk. Bist du ja mal schnell jetzt dann 5.000, 6.000 Euro los, wenn nicht mehr. Und die musst du ja erst einmal locker machen. Wie gesagt, wir gehen alle erben, aber es geht jetzt nicht so locker, dass man sagt, das fliegt jetzt zum Schlot rein. Jetzt werden dann einige sagen, ja, aber dann kaufst du das Sägewerk für die Motorsäge und der oder andere hat es mitgekriegt, dann kaufst du noch ein anderer Motorsäge. Ja, das stimmt. Ich habe mal ein Sägewerk gekauft. Das Sägewerk habe ich im Internet gekauft. Wo ich es gekauft habe, suche ich nicht. Das kann jeder selber suchen. Das hat mich kostet 69,99 Euro. Inklusive Versand. Ich habe mal eine Motorsäge gekauft, die 365 Euro kostet. Mit einem 75er Schwert drauf, mit zwei 75er Ketten. Und mit einem Duramatic-Schwert und ja, eine 53er Ketten dafür. Ja, hat auch alles Geld gekostet. Ja, aber wenn man jetzt den Preis dann vergleicht, also 365 Euro plus die 69 Euro, ich bin unter 450 Euro weggekommen mit dem Ganzen. Also habe ich kein Vermögen ausgegeben. Im Vergleich zu, sagen wir, einem Bandsägewerk ist das ein Zehntel davon, wenn man jetzt da wirklich günstigste erwischt. Und für ein Zehntel vor dem Preis kann ich dann auch in Anbetracht ziehen, okay, ich arbeite mit einem Sägewerk, wo ich ein wenig Sprit brauche, ich arbeite mit einem Sägewerk, wo ich Kettenöl brauche, ich arbeite mit einem Sägewerk, wo vielleicht ein bisschen mehr Schnittverlust dabei ist. Ja, das kann man nicht außer Acht lassen bei dem Sägewerk. Du hast ein wenig mehr Verlust vom Holz, weil natürlich deine Ketten breiter ist. Bandsägewerk hast du auch Sägeblätter, das sind so brav, 2 mm, 3 mm vielleicht. Und ich habe auf der 0,51er Stiel eine 404er Teilung. Und wenn du den Schnitt machst, der ist ca. 8 mm breit. Ja, dann wird jetzt auch nicht sagen, 5 mm Holz, das was du einfach so abrasierst, was viel zu schade ist dafür. Und es liegt ja dann einfach dort und wird nicht mehr genutzt. Ja, stimmt schon. Kommt drauf an, wo man es macht, dann kann man das Sägespray wieder nehmen für die Viecher als Einstreu. Oder natürlich auch noch einen Ofen schüren. Also verloren ist es ja eigentlich nicht. Außer man macht so wie mein ersten Versuch da. Da liegt halt das Sägespray, zeige ich dann da. So schauen übrigens die Sägespray aus, die wo die Motorsäge dann produziert. Ich habe mit einer Halbmeißelkette gearbeitet. Ich habe mit einer ganz normalen 30 Grad geschliffenen Halbmeißelkette gearbeitet und keine Längsschnittkette, die auf 10 Grad wäre. Sind relativ feine Späne, geht schon eher Richtung Sägemehl, kann man sagen. Dagegen
zu einem normalen Schnitt. Also das ist ein Längsschnitt durchs Holz, quasi so entlang aufgeschnitten. Dann kommt so ein Sägemehl raus. Und wenn man es so schneidet, also quasi einen normalen Trennschnitt oder Fellschnitt, dann kommt sowas da dabei raus. Legen müssen wir uns im direkten Vergleich nebeneinander. Das ist fast Sägemehl und das ist eher Hobelspäh. Eine Motorsägeketten ist ja im Endeffekt der Hobelzahn. Die hobelt ja Holz raus. Und das sieht man ja da. Bei dieser Art von Schnitt produzierst du sowas da. Kann die Sägeketten schön rausnehmen, weil sie halt, jetzt muss ich kurz überlegen, Querzerfaser, weil die Holzfaser läuft ja so. So läuft es auch quer. Wenn ich jetzt so schneide, schneide ich längs mit der Faser. Quer kann ich natürlich dann viel rausreißen. Kriege ich viel weg. Längs tut sich die Motorsäge ein wenig schwerer, deswegen kommt dann sowas da dabei raus. Aber es ist halt langsamer. Was das Ganze auch vom Schneiden her verbessert, wenn man die Motorsäge nimmt, zum Ansetzen schiebe ich sie rein und stelle sie dann ein wenig schräg und schiebe sie auch schräg durch. Aber es ist leichter, weil sie mehr Material dann mit rausnehmen kann. Der Schnitt wird leichter. Je weiter du es auch schräg stellst, desto leichter tut es sich im Endeffekt, weil es Material abtransportieren kann. Wenn ich es genau so durchschiebe, geht es auch. Dann produziere ich aber wirklich ganz, ganz feines Mehl. Das ist dann wirklich ganz zartes, feines Mehl. Und ja, das kostet unheimlich viel Kraft und unheimlich viel Zeit. Wie gesagt, da gibt es dann bestimmt einige, die jetzt dann sagen, ja, was macht das Ding dann für einen Sinn? Wozu braucht man das? Du stellst dich an. Es gibt doch so viel, die ein Sägewerk haben. Geh doch zu denen, lass doch dein Holz dort sehen. Geh nach einem Sägewerk, lass dein Holz sehen. Gibt es doch auch. Ist richtig. Es gibt Sägewerke, die Holz sehen. Kostet aber ja auch Geld. Klar, kostet mich mein Ort, wenn ich dort sehe, auch Geld. Weil ich brauche Sprit, ich brauche Öl, ich muss die Ketten schärfen. Es kostet mich Zeit. Ist richtig. Das nächste ist aber ein anderer Faktor, wenn ich ins Sägewerk gehe und möchte jetzt ein Holz schneiden lassen, die sind gut ausgelassen durch das Haufen Käferholz, was es heuer gegeben hat und die letzten Jahre. Du musst erst einmal einen Termin kriegen, dass du Holz gesägt kriegst. Und wenn du dann einen Termin hast, ja, dann musst du halt wieder darauf warten, dass es fertig ist. Und so habe ich den Vorteil, wenn ich einmal was habe, kann ich es selber machen. Jetzt waren dann eigentlich auch sagen, ja, willst du dann die auch schön grusen Stämme oder auch selber machen? Mensch, du versaust ja alles und tust ja alles weg. Nein, die mache ich nicht selber. Die lassen wir vor einem Bekannten sehen. So ist zumindest der Plan. Falls der zuguckt, wo ich fast davon ausgehen kann. Ja, der vorher hat glaube ich schon mit dir gesprochen gehabt. Da gibt es dann nochmal eine Arbeit oder so. Das war dann auch noch wann. Alles zu seiner Zeit, heuer nicht mehr, weil wenn wir es heuer sägen lassen, das ist gedacht für Überdachung da. Das soll einmal da eine Überdachung her, wo das Hack gut gelagert werden kann, nicht die Hackschnitzel. Wenn wir das Bauholz jetzt schon schneiden lassen, ist das Problem, bis nächstes Jahr verdreht sich es wahrscheinlich. Wir haben mit einem Zimmerer gesprochen und er hat gesagt, er macht es nicht. Lieber liegen lassen und frisch aufsägen und frisch verbauen. Wenn du das jetzt nimmst und sägst es und lagerst es, dann kann es sein, dass es nächstes Jahr total verdreht ist. Deswegen liegt es noch da und nein, dieses Holz, das werde ich auch nicht sägen. Da ist es mir ja mit meinem Sägewerk auch noch ein bisschen zu riskant, weil ich die Erfahrung noch nicht habe. Und B, ja, wenn jemand einen Blockbund säge hat und das macht, geht es natürlich einfacher. Wie gesagt, jetzt kommt dann wieder die Frage, warum, wenn du jemanden hast, der wurde das dann auch nicht sägt, warum willst du dann mit deiner Motorsäge erben? Warum will ich das? So, und jetzt kommt die große Erklärung, warum. Wir haben einen Haufen Bäume und die Bäume, die gehen irgendwann einmal kaputt. Kommt ja vor. Wie zum Beispiel diese Eiche. Die Ahn ist auch schon relativ alt. Hat einen Durchmesser von, sagen wir mal, 45 bis 50 cm vielleicht. Eher 45, 40 vielleicht. Ja, keine Ahnung. Irgend so in der Dreh. So grob geschätzt. Außenrum ist er natürlich ein bisschen angefressen. Aber das kann Holz kann durchaus noch gut sein. Wenn du die jetzt fällst, dann hast du da einen Stamm mit, sagen wir mal, 4-5 Meter Höhe, den wo du wunderbar für was nutzen könntest.
Aber du hast zum Beispiel nur, weil dieser Baum kaputt ist, diesen einen Baum. Jetzt gehst du mit dem Baum zu einem Sägewerk, willst den schneiden lassen, du wirst es laden, du musst dort hinfahren, musst da abladen, musst das Sägen bezahlen, musst dann das Holz wieder holen, musst es wieder heimfahren und und. Kostet alles Zeit, kostet genauso alles Geld. Dann ist oft einmal so, welche am Stamm, da fangen sie ungern an, weil sie so, die sehe ich jetzt, welche sowas da oder Orze machen. Und dann das kleine Stämmler da, das sind wir in 10 Minuten fertig. Und da sagen sie, das rentiert sich nicht, musst schon mehr bringen. Und da kommt dann eben mein Sägewerk zum Einsatz. Dann kann ich sagen, ja, ich habe den Stamm, wenn jetzt der Baum tatsächlich einmal wegkäme. Ich kann 5 Meter vom Stamm nehmen, sehe ich das mit meiner Säge auf. Und dann habe ich meinetwegen 5 Meter langer Bohlen, Balken, Latten, was der Teufel muss. Kann ich mir da draus selber schneiden, selber machen, habe ich dann. Habe ich direkt Fahrt. Natürlich habe ich ein wenig Verlust. Sägemehl kann man auffangen, kann man verschüren. Und die Schwatten, die man runterschneidet, das Splintholz und das, kann man natürlich auch verschüren. Also geht ja nichts verloren im Endeffekt. Im Gegenteil, ich kann aus dem, was ich da habe, circa noch was Nutzbares machen. Wie sowas Nutzbares ausschaut, da fangen wir einmal an. Das ist jetzt zum Beispiel so der erste Schnitt gewesen. Das war mit meiner 0,38, ist nicht schön gegangen, noch ohne Seilwinden auf dem Sägewerk. Komme ich da noch drauf zurück. Da habe ich die Säge reingeschoben, einmal da ein bisschen schief, dann einmal da ein wenig geschoben. Dann habe ich sie rüber gekippt, dass ich da schneiden konnte eine Zeit lang. Dann habe ich sie rüber gekippt. Da blocht man sich unheimlich. Das ist jetzt die Außenseiten. Wir haben da einen schönen alten Stamm. Der ist allerdings schon abgelochert, weil der eigentlich als Brennholz gedacht ist. Für mich war das ein Versuchsstamm. Der war aus dem Haufen da. Der Stargastamm, der wo da liegt, den möchte ich aber noch als Versuchsstamm nehmen. Möchte ich noch ein paar Versuche starten, noch irgendwo sehen. Der Rest ist halt, wie gesagt, eigentlich Feuerholz. Der ist dafür nicht gedacht. Ich habe mir jetzt den ersten Schnitt gemacht. Hab quasi vom guten Holz noch ein wenig was stehen lassen, sieht man da. Man hat ja das Splintholz, das ist da außen, das ist etwas dunklerer, das was ein wenig verfärbt ist. Das Holz nimmt man normalerweise nicht als Bauholz. Und dann hat man das bessere Holz, das wäre das da hinten. Das vor der Färbung, wo man schon sieht, das ist ein bisschen anisch. Ist jetzt blöd Saison eigentlich auch, weil man muss dazu sagen, das Holz ist schon länger abgelaufen, das siehst du schlecht. Nehmen wir halt einmal einen Stamm, wo man das vielleicht besser sieht. Ja, das ist alles nicht mehr so toll. Naja, schwer zu sagen. Die sind halt alle schon ein bisschen älter und dann natürlich nass. Man sieht da quasi so ein wenig eine Verfärbung da außen dran. Splintholz und dann geht es eigentlich ins gute Holz rein. Wobei der auch kaputt ist, der ist innerhalb faul. Das sieht man schon da. Kann nur am Anfang sein, kann aber auch komplett durchgehen. So, so schaut es aus. Ich hätte noch eine Chance setzen können, dann hätte ich natürlich aus dem drum da noch, ja, meinetwegen Latten oder was schneiden könnt. War aber der allererste Versuch und da war mir das wurscht. Wie gesagt, der Rest da einfach mit dem Motor sich klar machen, noch einmal durch eine Spalte. Brennholz für den Winter. So schaut das Ganze auf jeden Fall dann aus. Es ist ein schöner gerader Schnitt. Ja, ganz leichter Wellen sind drin, wo dann meinetwegen muss so ein Ost ist oder was. Das kannst du bei einer Blockbahnsäge aber genauso holen, dass der Sägeblatt ein wenig verläuft. Bei mir ist das eher dem geschuldet, dass die Säge am Anfang ein bisschen kibbelt oder dass man nicht aufpasst. Oder in dem Fall, was die Kettenspannung war ein wenig sehr gering. Die Auslaufen der Ketten hat sich quasi da so ein bisschen reinfressen können, als da so drüber gezogen worden. Hat ein wenig so Beschädigungen gemacht. Im Großen und Ganzen ist der Schnitt aber schön gerade und schön glatt. Bis halt auf die Spuren, die du vor der Kette siehst. Beim Bondsägewerk siehst du das vielleicht ein bisschen weniger. Du siehst das jetzt ein wenig mehr. Das war, wie gesagt, der Halbmeißelketten. Der erste Schnitt, oder? Das war Vollmeißelketten. Da sind die Riefen natürlich ein wenig größer. Sieht man schon. Da sehe ich jetzt mal gut, wo das Splintholz ist. Der dunkler. Das da außen, das nimmst du da nicht für was zum Bauer. Und das Teil da, das könntest du wunderbar für irgendein Bauholz nehmen.
Brettlerladen oder sowas. Wie gesagt, das war der erste Schnitt. Recht gekippelt, Ketten zerlocken, hier und her, deswegen hat es riefen. Ist für Möbelbearbeitung natürlich nicht optimal. Muss dann ein Füll durch den Hobel durch, dass das glatt wird. Das ist alles klar. Das kostet Zeit, kostet Geld. Wenn dann eigentlich auch so macht man nicht. Ich will aber da zum Beispiel Bauholz draus machen oder für den Stall dann einmal schnell ein paar neue Bretter bei meiner Schweine drin. Wenn die ja mal wieder ihre Boxen zusammenrammeln, die Bretter sind halt auch schon ein wenig älter, dann kannst du auch mal sagen, die schubbeln sich drauf, es bricht auch mal ein Brett. Dann fährst du ins Sägewerk, kaufst da ein Brett, das Brett kostet 8 Euro. Dann musst du natürlich, meistens geht sowas kaputt am Wochenende, wo du keine reichst, also musst du schauen, wie du improvisierst. Nervt manchmal und so habe ich dann die Möglichkeit, ich komme sowas schon mal daheim nachlegen, auf Locher schneiden, hopp, dann gleich was. Oder wenn ich dann wirklich, es geht Samstag was kaputt, ich suche mal einen schönen Stamm, der noch irgendwo rumliegt, schneide mir meinen Laden raus, besäume ihn mit der Handkreissäge zum Beispiel. Und dann habe ich da auf die Schnelle einmal was da. Ohne groß rumzueiern, ohne groß rumzufahren. Geh, Ferkelchen! Ack! Ack, ack! Ja. So schaut es auf jeden Fall aus, wenn das dann aufgesägt ist. Vom Ergebnis finde ich es, wie gesagt, nicht so schlecht. Kann man schon sehen, das war dann am Schluss. Da hat die Ketten sich auch ein wenig reingefressen. Wie gesagt, das kann man außer Acht lassen. Ich bin noch in der Übungsphase. Ich habe mit dem Ding jetzt zweimal gearbeitet eigentlich bloß. Man muss sich erst einmal reinfinden, wie es richtig geht. Das Holz, muss man auch dazu sagen, ist nicht ideal. Man nimmt normalerweise ein frisches Holz und nicht so ein altes ausgedruckenes Tone. Das sieht man da schon. Das ist eigentlich schon recht trocken. Im nassen Holz schnitzt sich es auch leichter als in dem alten Trugnerzeug. Tut sich die Säge leichter. Aber wie gesagt, das funktioniert für meinen Zweck. Und ich habe da draus Bretter gesägt. Und die zeige ich euch jetzt. So, da ist jetzt mein Bretterlache. Nein, so wird natürlich kein Holz normalerweise nicht gelachert. Aber ich habe es da raufgestellt, weil es ja wie gesagt schon recht trocken ist. Sülfeuchte hat es nicht mehr. Da passiert nichts mehr. Bei frischem Holz wird es anders gelagert, da legst du es entweder auf ein Regal oder auf Leisten auf den Boden und dann immer Leisten, maximal 70 cm glaube ich auseinander, wo das Holz drauf liegt, dass es sich dann nicht verzieht. Da musst du auch gucken, dass du Innerseiten, Außenseiten vom Holz richtig legst. Da drauf gehe ich aber dann ein, wenn ich auch mal einen frischen Stamm habe. Da ist das jetzt, wie gesagt, nicht relevant, weil dieses Holz, wie gesagt, eh schon ziemlich trocken ist. Das sind 25er Brettler, wo ich gesägt habe. Die wären eigentlich für den Stall unten. Mein Problem ist, die sind 5 cm zerkratzt, weil die Stämme, die ich da habe, die sind auf 2 Meter geschnitten. Und 2 Meter 5 bräuchte ich. Na gut, hohem Durchsatz. So was kann man dann damit machen. Ihr seht, wenn man jetzt durchschaut, das Brett ist schon recht gerade. Klar, ganz, ganz leichter Wellen, wo mal eine Ostluche oder so ist, die kostet ein Horn. Das bestreite ich nicht. Das werden wir aber keinerweise machen, dass der das besser kann. Mit einer anderen Säge. Doch, kann natürlich schon sein, dass das jemand besser kann. Und das bei einem anderen besser ausschaut. Aber für meinen Zweck. Also als reines Bauholz irgendwie kostet es nicht mehr. Für Möbelholz, oder wenn ich jetzt Möbelbretler mache, müsste ich jetzt dann unheimlich viel schleifen, damit ich die ganzen Spuren da rausbringe, dass das nicht so drin ist. Natürlich müsste ich es jetzt noch besäumen. Das ging ja auch mit der Säge, mit der Motorsäge. Ich habe es jetzt dann aber so entschieden, ich werde das aber mit der Handkreissäge machen, einfach Führungsleisten drauf mit zwei Schraubzwinger, mit der Handkreissäge, einmal sauber entlang und dann habe ich eine schöne scharfe Kanten. Ich habe da jetzt noch die Baumkanten außen dran, die ist noch dran. Die Rinden, wie gesagt, das so trocken, die ist sowieso abgeplatzt, sieht man da. Aber das Splintholz da, das soll natürlich weg. Also quasi da außen, das wegschneiden. Und dann habe ich meinetwegen auch Brett in die Bretten da. Das ist ausreichend, das langt ja für den meisten Zweck. Drei Stück habe ich gemacht, wie ihr seht. Ja, das ist das allererste mit gewesen. Das hat noch die tiefsten Riefen mit.
Aber wie gesagt, bin ich in der Übungsphase. Das lernt man dann mit der Zeit, den Umgang mit der Sech. Das ist nicht so, dass man das, ja, das Ding nimmt und dann sofort drauf hat, sondern da muss man ein wenig rumprobieren. Wie gesagt, ich habe ein paar Verbesserungen vorgenommen, weil so wie es auch ursprünglich aufgebaut war, ja, man konnte mit erben, aber optimal ist anders. Und ich habe immer noch ein paar Verbesserungen trotzdem machen. Und die zeige ich euch an der Sech. Bevor wir jetzt zu dem Sechwerk gehen, fällt mir gerade noch was ein, weil das Licht nehme ich auch noch um. Licht zum wenigsten im Weg, weshalb höchstens ich drauf rum. Und zwar, ich habe ja gesagt, der erste Schnitt. Ihr wisst, wie ein Baum außen ausschaut. Es ist die Rinden, die ist rau. Dann ist vielleicht auch mal ein Ostluch oder was gewesen. Selbst wenn du das wegsägst, du hast immer Unebenheiten. Ja, du willst da gerade das Brett sehen. Wie kriegst du ein gerades Brett hin? Brauchst du erst einmal die Möglichkeit, dein Sägewerk sauber gerade aufzulegen. Weil du hast ja nicht eine glatte Fläche wie bei einem fertigen Brett, wie hier. Du musst da sagst, du schiebst es da drauf entlang. Sondern, das ist ja buckelig, wellig. Und wie willst du dann sauber schneiden? Dafür braucht man für dieses Sägewerk eine Führungsschiene. Kommen wir zu dem Punkt, denn diese Führung, die baut sich normalerweise jeder selber. Die leichteste Lösung ist sowas da. Ja, die Aluleiter. Die wird einfach dann, man kann die Sprossen durchbohren und schraubt die dann auf den Stamm drauf. Dann hat man eine gerade Linie. Meinetwegen, wenn irgendwo Unebenheit ist, legst du was unter, dass es ausgeglichen ist, dass wenn du mit dem Sägewerk dann da drauf legst und du schiebst auf einem langen Stamm entlang, dass es nicht in der Mitte durchhängt, dann schneidest du ja in das Brett nachher einen Bogen. Weil stell dir vor, der Baum ist oben ein wenig wellig und ist in der Mitte vielleicht so geformt und du schiebst deine Säge entlang und die drückt sich da runter, dann wird natürlich dein Brett erst einmal so und hinten dann vielleicht wieder so und dann hast du in der Mitte einen Knick drin und kein schön sauberes Kreuzbrett. Deswegen legt man was unter. Ist wie gesagt die einfachste Lösung, machst mir da eine Aluleiter, gibt es ja unterschiedliche Längen, 2 Meter, 3 Meter, 5 Meter und so weiter und so fort. Ich habe das System ein wenig anders, ich wollte nicht die Leiter durchbohren. Natürlich könnte man auch mit Lochbohren zum Beispiel erben. Oder Möglichkeiten gibt es ja viel. Beim allerersten Versuch habe ich aber die Möglichkeit nicht gehabt, weil mein alter 0,38, die hat bloß ein 60er Schwert, habe ich einen Durchlass von ca. 38 bis 40 cm. 45 cm. Und die Leiter ist breiter, die hätte nicht gepasst. Sprich, ich wäre nicht über die Leiter drüber gekommen. Dann bin ich auf die Idee gekommen, ja gut, du brauchst da gerade eine Führung, nimmst du Metallschienen. Die Metallschienen habe ich am Anfang einfach auf 2 Bretter mit normaler Holzschraube draufgeschraubt gehabt und außen die Bretter quasi einfach bloß ans Holz geschraubt. Also ihr stellt euch vor, das ist jetzt der Stamm und ihr schaut da jetzt auf die Rundung vom Stamm drauf. Da habe ich einfach 2 Bretter genommen und so draufgeschraubt. Und oben drauf die Führungsschiene. Einer so auf das Brett und habe eine Führung gehabt. Das System habe ich mittlerweile ein bisschen verbessert. Ob es besser ist, muss ich ausprobieren. Das seht ihr dann, denke ich, in dem richtigen Video zum Sägewerk im Einsatz. Das hoffentlich irgendwann kommt, wenn das Wetter das einmal zulässt. Und vor allem die Jahreszeit bringt ja dummerweise die frühere Dunkelheit mit sich. Ich komme abends vor der Arbeit und oft einmal ist es dann, wenn ich die Viecher gemacht habe, so dunkel, da brauche ich nichts mehr anfangen. Das gibt kein gescheites Video. In der Maschinenhalle will ich es nicht machen. Es stappt wie Sau, es gibt einen Haufen Dreck. Im Stottel drüben habe ich kein Licht. Sprich, ich bin darauf angewiesen, dass es hell ist wie jetzt. Jetzt haben wir gerade Sonntag, das will ich euch auch nicht zeigen. Gestern habe ich keine Zeit gehabt, wo ich anders beschäftigt. Es ist halt auch zeitfroh. Muss mir dazu kommen. Spinner wie. Das geht halt nicht 0815 und jetzt auch gleich, sondern das muss ein wenig vorbereitet werden. Mensch, die Spinner. Das sind nett. Überall. Ja, da ist mal Führungsschiene. Ja, wie ist es jetzt das? Schaut ja lumpert aus. Wie funktioniert das? Ich habe das jetzt einmal ganz simpel und einfach gebaut. Einfach wie eine Art Leiter. Das sind einfach so ja, Profilschiene, so U-Profil, die ich gehabt habe. Oder nennt man es C-Profil, glaube ich, sehr gut. Und da stecken jetzt Schlossschrauben drin. Kann ich dann zuziehen, dann ist das fest und kann nicht wackeln. Also jetzt natürlich nicht. Da muss der Vierkant unten dann schön in die Nutode reingreifen und dann verdreht sich da auch nichts mehr und dann kann ich es festziehen.
Das Ganze habe ich mit Brettern bestückt. Und die Bretter haben Winkel gekriegt. Die Winkel kann ich außen auf den Stamm draufschrauben. Das Ganze ist natürlich in der Länge verstellbar. Und das Ganze kann man weiter aufklappen. Geht jetzt nicht, weil es für hinten reingezwickt ist. Und dann kann ich, ja, ich glaube 3,50 Meter oder 3 Meter habe ich es geschnitten. Also 3 Meter könnte ich Stämme jetzt schneiden. Circa. Kann man das dann so hinschieben, wie ich es brauche. Schraubt das da mit Holzschräubler auf den Stamm drauf. Und dann kann ich meinen ersten Schnitt machen. Ich habe eine schöne gerade Führung. Die Schienen sind gerade. Gibt dann schön sauberen Schnitt im Holz. Nach dem ersten Schnitt nehme ich das ganze Ding einfach ab. Die Schräubler wieder rausdrehen. Abnehmen. Das Brett, was ich das erste Runde geschnitten habe, die Bullen runternehmen. Und schon habe ich dann an schöner, glatter Flächen. Wie auf die Bretter. Und kann drauf aufbauen. Dafür braucht man sowas. Wie gesagt, ob ich bei dem System jetzt so bleibe, weiß ich noch nicht. Vielleicht lasse ich auch die Winkel weg und schraube direkt mit der Bretterdode aufs Holz drauf. Also ähnlich wie eine Leiter, wie eine Sprossenleiter. Könnte ich ja auch machen. Kann auch sein, dass ich vielleicht die Schienadode noch verlänge. Die sind natürlich jetzt mit 3 Meter relativ kurz, wenn du da länger machen willst. Langer Bretter. Wenn du das noch länger machen könntest, wäre schon schöner. Gut. So viel zu der Führungsschiene. Was ist denn da für ein Verkehr? Thomas. Genau. Wie gesagt, kann dann festgeschraubt werden. Das mittlere habe ich zum Unterfüttern, falls irgendwo Unebenheit ist. Und ja, schraubt mir das drauf. Erster Schnitt, Führung. Ob das so funktioniert, muss ich sehen. Das sehen wir dann, denke ich, im Video, wenn das Ding gezeigt wird. Weil dann nehme ich mir den Neujahrsturm. Und schneide aus dem neuen Stamm mal den ersten Schnitt und vielleicht auch zwei Bretter oder so. Und dann werden wir sehen, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das ist am Anfang rumprobieren. Das ist aber bei aller so. Es gibt fertige Systeme. Die schauen aus wie Aluleiter. Die haben richtig Stammklemmen drin. Kosten aber auch 220 Euro, wenn du die kaufst. Sind nicht gerade das billigste. Haben auch nur eine begrenzte Länge. Wenn du die Länge haben willst, zahlst du noch einmal drauf. Kostet dann ja ewig weit verlängern, wenn du da willst. Aber es kostet halt wieder Geld. Deswegen erst einmal Eigenbau. Und wenn es einem nicht zusagt, kann man immer noch was kaufen. Aber im Normalfall, wie gesagt, hat man ja was zu haben. Wir haben die lange Aluleiter, da könnte ich theoretisch 5 Meter schneiden, wenn ich wollte. Weil die ist 5 Meter. Und so kann man dann ein wenig rumdoktern, rumprobieren. Und die kann ich, wie gesagt, mit Lochbund zum Beispiel draufschrauben, dass ich die Leiter nicht beschädige. Das muss ich sehen, das muss ich ausprobieren. Und das wird man dann auf jeden Fall sehen. Genau. Und jetzt dann nochmal zum Sägewerk und die Funktion von dem. So, nun dann endlich zur Säge und zum Sägewerk. Und zwar, ja, warum ist kein Video nicht gekommen bislang? Ich habe mir ja nur ja Säge organisiert. Das ist das gute alte Schätzchen hier. Das ist ein alter Stiel 051 AV mit der elektronischen Zündung und Kettenbremse. Die habe ich mir gekauft. Die lief auch soweit gut. Das einzige, wo Vergaser hätte ein wenig eingestellt gehört. Ist vorher auch nicht gemischt drin gewesen oder halt eine andere Mischung. Oder die Leerlaufdrehzahl nicht gepasst. Sprich, die ist im Standgas dann immer irgendwann ausgegangen. Und das hat eingestellt gehört. Dann habe ich mir aber gedacht, naja gut, wenn du es im Sägewerk nutzen willst, dann macht es ja Sinn, das Ding vielleicht gleich einmal gründlich zu reinigen. Ist ja gleich einmal akkurat zu putzen und vielleicht einmal vergasen und das nachgucken. Ich habe bei der einen Filter drin gehabt. Der war genial. Da habt ihr das Ding. Das ist die Luftfilterhaube. Das ist übrigens alles Blech, gell? Also kein Plastik. Die Säge ist auch recht schwer. Das ist der Luftfilter. Und da war vorher schon auch ein Luftfilter drin. Nur diese Bepuderung da oben drauf, die eigentlich die richtige Filterwirkung macht, dass kein feiner Stab reinkommt. War beim alten nicht mehr da, das war bloß noch das Grundgitter unten drunter, das ist ein Metallgitter. Sprich, es war nur noch das Metallgitter übrig. Und die Säge, die hat halt durch das Metallgitter zwar die Grubenspähe nicht mehr durchgezogen.
Aber sämtlicher feiner Seespee hat es auch regelrecht gefressen. Ist bei der alten See ich vermutlich eher, naja, gesund ist auf Dauer nicht, aber eher ein bisschen zu. Man braucht es nicht zwingend beachten. Na klar, soll der Filter schon filtern und nicht irgendeinen anderen Scheiß machen. Das ist schon logisch. Aber wie gesagt, das habe ich auch schon mal getauscht. Und dann war ich dabei. Naja, wenn du den Luftfilter tauscht, dann machst du es gleich einmal sauber. Hat es ja bestimmt dann in den Vergaser auch wegen der Regeneige gezogen. Dem war dann auch so. Vergaser raus, Vergasermembranen gemacht, wenn man schon mal dabei ist. Neuer Nadeln rein und Federlau und Zeug. Weil wenn man schon mal dabei ist, dann doch gleich richtig. Ja, das habe ich gemacht. Dann habe ich den Vergaser ausgebaut, Impulsschlauch gerissen. Natürlich so schlau wie ich war, gleich im Impulsschlauch, Kraftstoffschlauch, Kraftstofffilter und das auch mitbestellt. Und dann habe ich halt einmal die ganzen Standard für Schleißteile und das sehe ich gemacht. Und ja, jetzt schnurze aber wie so, schön geschrieben habe, wie ein kleiner Löwe. Weil wie ein Ketzler kann man eigentlich nicht sagen. Die hat schon ein wenig mehr Bums wie ein Ketzler. Nö, wie gesagt, alles das haben wir gemacht. Das ist im Übrigen ein richtiges Biest, die sehe ich. Die hat ordentlich Kompression. Muss man aufpassen beim Durchziehen. Bis zum ersten Druckpunkt muss da merkst, die Kompression beginnt und dann durchziehen. Nicht lang rumspülen. Sondern richtig durchziehen. Und aufpassen, die haut auch gerne einmal zurück. Das geht auf die Finger und das tut weh. Deswegen gab es diese Säge auch mit Dekompressionsventil. Hat meine jetzt nicht. Könnte man nachrüsten, wenn man es kriegt. Gerade dafür ist dieses oder dieses Loch da, glaube ich, vorgesehen. Ja, eins von beidem. Ich glaube, das da. Da gibt es dann einen Knöpfler, das kann man drücken, Dekompressionsventil. Dann reißt es ja nicht ganz so extrem. Dann kannst du quasi erst einmal ein wenig durchziehen und dann kommt es. Hat die jetzt nicht. Es geht ohne. Also man muss halt ein wenig mit Vorsicht genießen. Das funktioniert. Warum für die Müll so ein alter Säge? Ganz einfacher Grund. Ihr seht, der Auspuff bei der Säge sitzt hier, seitlich. Sieht man, da gehen auch die Abgase hinaus. Dementsprechend schaut die da auch aus. Das kriegst du auch gar nicht sauber. Ist aber wurscht, das ist ein Arbeitsgerät. Der Auspuff geht seitlich hinaus. Die Säge wird eingespannt ins Sägewerk. Und zwar liegend. Das Schwert wird geklemmt. Das ist das Sägewerk dazu. Ja, Hersteller, es gibt wie gesagt zig verschiedene. Ich habe mir eine bestellt, die relativ günstig war. Ich mache an dieser Stelle auch keine Werbung für irgendwelche Hersteller oder dergleichen. Also können wir auch so machen. Weil, wie gesagt, die habe ich von meinem Geld bezahlt. Die habe ich nicht gesponsert gekriegt und ich mache auch keine Werbung dafür. Sehe ich gar nicht ein. Das kann jeder so handhaben, wie er will. Das Ding ist auf jeden Fall gewonnen. Ganz simpel und einfach. Ich habe es ein bisschen modifiziert. Ich habe ja gesagt, das ist ein Saalwinkel drauf gekommen. Das ist Dido. Und zwar mit einem Stahlwinkel. Einfach ohne mit Schlossschrauben mit neigeschraubt. Eine Winde. Einmal umgelenkt über das Querrohr. Das ist zum Versteifen. Beziehungsweise da kann man auch das Sägewerk dann aufheben. Kann es auch drauf schieben. Der Griff wäre eigentlich zum Schieben gedacht. Dann nimmt man quasi mit der rechten Hand, wo ich jetzt die Kamera halte, den Griff. Und mit der linken Hand gibt man das Säge Gas und dann schiebt man eigentlich. So die Idee. Das habe ich, wie gesagt, mit der 0,38 probiert. Das ist aber nicht schön gegangen, weil du blockst dich wie ein Ochs. Du kämpfst, die Sicht oder durchzubringen. Mit der Saalwinden geht es deutlich leichter. Ich habe einen alten Fleischerhaken, den wo ich zum Rachen nicht unbedingt nehmen wollte. Das ist so ein alter Stählerner, der ist schon total rostig. Für das hat es getan. Den einfach an einem Nylonseil noch gebunden. Das habe ich mir mal gekauft für die ganzen Anhänge, dass ich für meine Kippe und so neuer Auflaufbremsbetätigungsseile basteln konnte. Ja, das habe ich mir da drauf gewickelt. Auf der Trommel, das sind jetzt gut 12 Meter drauf. Also ich könnte recht langer Stemm machen, wenn ich wollte. Muss nicht so lang sein, hätte auch kürzer gelangt, aber wenn man es kann. Das Ding hat einen Freilauf, kann ich einfach da aufmachen. Dann kann ich es einfach entspannen. Jetzt momentan ist er halt da eingehängt. Kann es rausziehen auf die Länge, wie ich es brauche.
Eirasten. Und dann habe ich quasi eine Ratschenfunktion. Funktioniert wunderbar, geht ganz leicht. Du hast halt dann eigentlich nur noch den Gasgriff üben und das Sicht zu halten und du kurbelst da einfach bloß noch so schön vorwärts und schiebst die Sicht quasi dann schön durch. Wesentlich entspannter. Man braucht sich nicht so verkrümmten Anhänger, braucht sich nicht so blogen, dass das vorwärts geht. Und ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen ist das Ganze dann deutlich angenehmer und es funktioniert. Ja, so habe ich das Sägewerk ausprobiert. Ich habe das ganze Ding jetzt auf eine Schnittbreite eingestellt für mal 75er Schwert. Bei der Säge das 75er Schwert kann man allerdings nicht ganz nutzen, weil hinten habe ich die Anschlagkrallen, die Baumkrallen. Du kannst nicht auf die Baumkrallen Spanner. Und vorne hast du den Umlenkstern, auf den sollst du auch nicht, sonst quetscht er, dann blockiert er. Deswegen wird das Ding bei mir da hin und circa da hin geklemmt. Da draus ergibt sich dann hier mein Durchlass, den ich habe. Und es sind, ich bilde mal ein, was habe ich denn gemessen, knapp 60 cm, wo ich komme. Ich wollte es auch so haben, dass meine Kettenbremse noch auslösbar ist. Das heißt, wenn ich das Ding einspanne, wäre auf der Seite, dann stößt mir die Kettenbremse irgendwann der Hebel da oben an. Und ich habe das so gemacht, dass die Kettenbremse noch auslösbar ist. Wozu? Weil wenn die da eingespannt ist, dann kannst du dich doch eigentlich nicht schneiden. Natürlich, die hat vorne einen Schutz, dass du vorne an die Schwertspitze nicht kommst. Und ja, die ist unter dem Gestell, aber trotzdem, ich möchte einfach die Sicherheitsvorkehrungen oder Sicherheitseinrichtungen meiner Säge nutzen. Und das ist nun mal eine Kettenbremse. Und dann klemme ich die so ein, dass ich die nutzen kann. Weil, sind wir mal ehrlich, du hebst das Ding raus, kommst an den Gasdrehgriff, die Ketten läuft an, du fällst vielleicht noch und fällst blöd, ganz blöd und fällst genau nur drauf. Steckst da drinnen oder steckst da nicht drinnen, warst da ja nie. Von daher, wenn du da Bremse auslösen kannst, ist gut. Ginge aber auch komplett ohne. Ja, wie gesagt, so ist der Aufbau eigentlich ganz einfach bei der Säge. Eingespannt war es ja, wie gesagt, in die Längsholm. Da war das Schwert eingeführt. Das ist jetzt natürlich da wegen. Ja, so. Das Schwert war da eingeführt, noch da vorne. Die Schwertspitzen läuft in dem Schutzblech da. Das ist eigentlich auch bloß, dass da halt nicht mit der laufenden Schwertspitzen. Also jetzt bin ich ja auf einer relativ kleinen Größe. Ich könnte ja aber das Sägewerk bis da rausstellen. Dann muss man sich vorstellen, ohne das Blech, dann läuft die Schwertspitzen da außen. Und wenn du jetzt dann eine Person hast, die meinetwegen oder daneben steht, kann es ja unter Umständen der Person passieren, die kommt da noch. Und das willst du ja nicht, dass der dann vielleicht verletzt wird. Deswegen ein wenig eine leichte Schutzvorkehrung. Genau. So sieht es auf jeden Fall aus, das Ding. Das Rohr da oben ist, wie gesagt, rein dafür gedacht als Stabilisierung. Und wo du halt auch ein bisschen dran ziehen, schieben, drücken kannst, wenn du dem denn möchtest. Ist, wie gesagt, alles ganz einfach. Über Flügelschrauben zerklemmen. Die Schrauben da unten habe ich ausgetauscht, die haben mir nicht gefallen bei dem Ding. Das waren 8er Schrauben, aber mit einem 14er Kopf. Das ist einfach Mist. Ich habe einen Motorsägenschlüssel, der hat 13, deswegen habe ich jetzt einen 8er Schrauben mit einem 13er Kopf, wie es halt bei uns Standard ist. Aber die Dode, das sind 8er Schrauben, 13er. 8er Schrauben, 13er. 8er Schrauben, 13er und so weiter. Deswegen hat es Sinn gemacht, die jagliche 13er zu tauschen. Es gibt Leute, die machen vielleicht da ein Schnellspannsystem draus, dass da die Säge reinschiebst und Schnellspannsystem. Dem vertraue ich aber nicht. Ich habe lieber einen normalen Schraum. Wenn die Säge da drin ist, bleibt sie ja eigentlich erst einmal drin. Ist ja nicht so, dass du das alle 5 Minuten öffnen tust, sondern ja, halt zum Ketten wechseln oder Ketten schärfen oder was vielleicht einmal, wenn überhaupt. Von daher erst einmal so. Umbauer kann man aller Welt. Wie gesagt, Säge wird reingeschoben. Dann waren die Schraubendrähte so weit zugezogen, dass das Schwert geklemmt wird. Arme vorne, Arme hinten, dass schön sauber mittig läuft. Dass die Klemmbacken dort nicht auf dein
Ketten drauf kommen. Das wäre natürlich nicht gut, dann funkt es wie Sau. Und ja, dann hat man das ganze Ding. Dann nimmt man das ganze Gestell mitsamt Zech und setzt es auf, wenn man jetzt den Neujahrsturm da hat, auf die Führungsschiene. Und das sieht man schon, wenn man jetzt da nochmal einen Sturm hat, es geht kibbeln, es geht wackeln, es bleibt gerade. Und das möchte man ja vermeiden, deswegen Führungsschiene. Dann hast du eine ebene Fläche, wo es drauf läuft. Zwei Haltepunkte, dann kannst du gerade durchschieben. So, und um euch das jetzt einmal zu demonstrieren, wie das dann ausschaut, habe ich einmal eine Kleinigkeit vorbereitet. Ihr habt quasi den, mit der Führungsschiene den ersten Schnitt gemacht. Das seht ihr danach definitiv im Vlog einmal, wie das funktioniert. Dann werde ich mir, wie gesagt, diesen dicken Stamm da einmal nehmen, der, wo da so schön liegt. Der. Und dann soll dieser Stamm einmal aufgesägt werden. Mal schauen. Ist auch nicht mehr der beste, aber da möchte ich einmal noch schauen, ob ich ein paar Bohlen oder Bretter draus machen kann. Ich habe nämlich so eine kleine Idee, was ich vielleicht baue. Mal gucken. Gartenstuhl quasi. Ja, wie gesagt, Video ist der Aufbau für den Vlog, dass ich da nicht mehr so viel erklären muss. Deswegen bitte entschuldigt, dass das jetzt der reine Seglervideo ist und keins, wo ich jetzt mit der Sägdose rumhandle und euch das zeige. Erstens einmal, wichtig, Schutzkleidung habe ich gar nicht an. Zweitens einmal, wie gesagt, das ist Sonntag. Kommt aber, ruhig bleiben. So, also, Führungsschiene. Wenn du den ersten Schnitt gemacht hast, hast du eine ebene Fläche, so wie da, oder halt wie das. Und dann kann das Sägwerk ohne die Führungsschiene verwendet werden. Dann kippelt da auch nichts mehr, dann steht die da sauber auf. Wenn jetzt dann die Motorsicht drin ist, hast du da noch Gewicht. Die Motorsicht zieht sich natürlich danach in eine Richtung darüber. Das ist klar. Die einlaufende Kette, also die Sägkette läuft ja so raus und so wieder rein in die Säge. Die einlaufende Kette zerrt die Säge dann quasi und das ganze Sägewerk darüber. Und dann läuft es an dem Anschlag da unten. Dafür ist der da. So, dann beginnt man zu sägen. Schiebt quasi erst einmal mit den Händen rein, dass circa das Schwert halb drinnen ist. Weil am Anfang hast du keine Führung, weil du fängst ja beim Schnitt, wenn man jetzt von oben drauf guckt, da hinten ist das Schwert, du fängst ja mit dem Schnitt an, nur mit dem Holm da, sprich du könntest auf- und abkibbeln damit. Ich habe jetzt die Seilwinden natürlich schon neu gemacht, deswegen ist das jetzt blöd zu zeigen. Das wird mir eh gleich runterfallen, ich habe kein Stativ dabei. Und so macht man das dann quasi, man führt es dann erst einmal mit den Händen ein, noch ohne Winde, schiebt es dann ein, bis er eine schöne Führung hat, bis er dann mit dem Holm auflicht und noch Möglichkeit mit dem Holm da sauber. Dann kommen die Seilwinden einspannen und dann fängt man an, man gibt Gas und ich habe auch gesagt, ich halte die Säge dann ein wenig schräg, so. Funktioniert jetzt natürlich nicht, weil da der Stamm ist und dann wird einfach bloß mit Vollgas Kurbel, 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 Kurbel und immer so weiter und jetzt zieht sich vorwärts. Wie gesagt, Seil ist einfach gespannt mit dem Fleischerhaken, der von euch hängt. Zack, der beißt sich fest und wenn da ein Zug drauf kommt, dann hält der bombig. Reicht. Tut mir sich auf jeden Fall deutlich leichter. Flucht man sich nicht so wie mit dem Schiem. Alternativ, wie gesagt, Dode drücken und an der Säge drücken. Aber man steht halt dann wirklich in einer ganz blöden, verkrümmten Haltung. Und man schwitzt wie Ochs. Man steht direkt über die Abgase vor der Säge. Und schön ist nicht. Wobei die Säge ja besser ist, weil sie den Auspuff seitlich hat. Deswegen habe ich mich für den alten Büffel entschieden. Wie gesagt, die hat einen liegenden Motor. Der Luftfilterkasten. Drunter kommt der Vergaser und ganz drunter ist der Kolben und Zylinder. Und es ist liegend eingebaut in der Säge. Und der Auspuff geht seitlich raus. Sprich, wenn sie eingespannt ist, geht der Auspuff noch unten raus. Bei den anderen Sägen, bei der 038, geht er vorne raus. Sprich, geht die Wärme schon schlechter weg, weil du ja mit der Motorsicht ziemlich nah am Stamm dran bist. Und das nächste ist, das prallt natürlich dann unheimlich nach oben ab. Und wenn du dann da so schippst und direkt da drüber stößt, also in der Position, ja, dann hängst du halt voll über die Abgase. Das muss ja nicht sein. Genau. So funktioniert das Ganze, wie gesagt. Das ist ein simples, einfaches Patent.
Die Sägewerke sind nichts Neues, das ist keine Erfindung von der heutigen Zeit. Da ist nicht heute einer auf die Idee gekommen, sondern ich habe zum Beispiel einen Katalog von Stiel, einen alten Werbekatalog. Der ist von 1986, 87 und da hat Stiel ein Längsschnittgerät angeboten, so hieß das. Schaut so ähnlich aus, war damals aber nicht aus Alu, sondern aus Stahl. Und du kannst da Motorsäge einspannen und kannst dann quasi auch Bretter und Balken und sowas sehen. Also das gibt es schon ewig. Wie gesagt, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es von uns kommt oder ich glaube von den Amerikanern drin. Die sind da ursprünglich auch mal drauf gekommen. Also wer genau, so habe ich das jetzt nicht recherchiert, ist mir eigentlich auch egal, wer das erfunden hat. Die Idee, wie gesagt, dahinter ist eigentlich, wenn du Gruser schwerer stemmen wollt hast, die es dann nicht abtransportieren kannst, dann kannst du die so zerbretten, Balken oder dergleichen vererben, was sich leichter transportieren lässt und bringst es dann leichter aus dem Wald. Das magst vor allem, deswegen heißt das Ding ja auch bei den Amerikanern drüben Alaskan Mill, vor allem in die Gegenden, wo halt die Infrastruktur auch ein bisschen schlechter ist, also irgendwo in die Weiden Kanadas drinnen oder Alaska oder ja, meinetwegen in Sibirien, wo es da vielleicht auch nicht gar Sägewerke in der Nähe hast, wo vielleicht irgendwo eine Hütte, die nächste Ortschaft dann, keine Ahnung, 200 Kilometer weg ist, dann kannst du halt mit so einem Ding selber erben. Das ist die Idee. Wie gesagt, ich habe die Idee damit, selber mal Bauholz zu machen, aus Stämmen, die es da vielleicht jetzt nicht ins Sägewerk bringst, weil es da vielleicht du so einen Glan hast, weil es da nicht viel hast, oder weil es eine ist, wo du da sagst, naja, da lachen sie dich aus, wenn du mit einem alten Kaschstamm oder Nussbaum oder sowas kommst und willst den sägen lassen, und die lachen dich dann vielleicht noch aus, weil du mit so einem Stemmlad oder ankommst. Da ist die Idee, wie gesagt, mit dem Ding dann selber was zu machen. Vorteil von dem, gehe ich hier über eine Blockbonsig, du kannst eigentlich unbegrenzte, naja, begrenzte Längen hast du da schon, aber du kannst relativ große Schnitte machen. Bei einer Blockbonsig gibt es verschiedene Bräten, aber halt nur bis zu einem gewissen Maß. Bei der Motorsäge, es gibt Schwede mit 1,80 Meter, es gibt Schwede mit 2,20 Meter. Du kannst die als Doppelbetrieb nutzen, also Double-Ended nennt sich das. Sind Schwede auf beiden Seiten, der Punkt, wo eine Motorsäge eingehängt werden kann. Und dann hast du schneller einmal Schnittbreiten, 2,20 Meter, 2,40 Meter oder sowas. Und da sagst du dann, das sind natürlich Stämme. Die sehe ich dann nicht mehr unbedingt an einem Sägewerk, weil die dann auch sagen, wie sollen wir denn das machen? Den kriegen wir gar nicht nur eine Gatte rein. Wie gesagt, ist ein einfaches Patent, simples Patent. Klar, mit dieser Säge da, da machst du jetzt natürlich 75 cm Schwert, machst 60 cm Stammdurchmesser. Viel Größe hat man im Normalfall nicht. Ich könnte auf die A90er Schwert machen, das mache ich jetzt mit Sicherheit auch noch. Die Kettenölschmierung ist schön regelbar über den Hebel seitlich, das macht die EMA prädestiniert. Hier oder an Verstellhebel, da kann ich die Ölschmierung aufdrehen auf Plus oder runde drehen auf Minus, je nachdem. Die meisten Motorsägen haben unten dran einen Einstellschraum, die hat es wie gesagt über einen Stellhebel. Es gibt die Säge auch noch mit einem Zusatzöler, wo der Stopfen da ist, gibt es einen Zusatzöler nochmal drin. Dann kannst du auch händisch über Knopfdruck noch ein wenig Öl zupumpen, wenn du besonders harte Stämme hättest. Könnte man schauen, wenn man nicht kriegt, dass man ihn vielleicht auch noch nachrüstet, dann wäre diese Säge wirklich die ideale, ja, das ideale Sägewerkgerät. Wie gesagt, wenig Umdrehungen, viel Hubraum, Langhubmotor, 89 Kubik, das ist ja, die hat Bisskraft, die geht rein. Ich arbeite aktuell mit einer Halbmeißelkette. Halbmeißel, das sind die abgerundeten Außen, Vollmeißel wären 90 Grad Winkel, sauber spitz und scharf. Die sind ein wenig abgewinkelt. Es wird immer wieder gesagt, man soll Längsschnittketten nehmen, die wären vom Schärfwinkel anders. Das ist ein Schärfwinkel hier von 30 Grad. Die Längsschnittketten haben einen etwas flacheren Winkel, der ist plus 10 Grad. Habe ich jetzt keine, habe ich auch erst einmal nicht vor anzuschaffen. Ich werde vielleicht die da das stückchenweise auf 10 Grad umschleifen. Wir haben ja ein Schärfgerät, von daher ist das eigentlich gar kein Problem. In der Mill drinnen, wenn es ist, kann man sie mit einer Fahlen schärfen. Wobei ich Ersatzketten habe, da muss man sie halt kurz ausspannen und muss das Ganze dann die Ketten wechseln. Geht auch.
dauert vielleicht einen kleinen Moment, aber ich sag mal, super, eine Bond sehe ich, wenn es dein Bond dann irgendwann stumpf ist, baust du ja aus, baust da eine Scheibe, das kostet dich ja einen Moment, das geht ja auch nicht in 5 Sekunden, brauchst du ja vielleicht auch mal 2 Minuten, bis das gemacht ist, bis wieder alles eingestellt ist. Und ja gut, da dauert vielleicht das Tauschen von der Ketten dann 5 Minuten, wenn man geübt ist, oder vielleicht länger, wenn man nicht geübt ist. Aber das kann ich verschmerzen. Ich bin ja da, ich mache das ja, weil es mir Freude macht und nicht, weil ich da auf der Flucht bin und jetzt dann, wo ne war's, was für raue Mengen Holz machen muss. Wo wir dann auch gleich zu dem Punkt kommen mit der Wirtschaftlichkeit. Ist so ein Ding wirtschaftlich? Ich glaube, da brauchen wir nicht groß drüber diskutieren. In unserer Breitengrade, wo es Sägewerk gibt oder wo du vielleicht jemanden findest, der so ein mobiles Sägewerk hat, mit Sicherheit nicht. Macht das dann überhaupt dann Sinn? Wie gesagt, für mich schon. Weil wenn ich einmal schnell irgendwo ein Bauholz brauche, einmal irgendwelche Bretter zum Verkleiden vom Stottel, wenn da eins runterrauft, oder wenn die Schweine unten einmal wieder eins ausgedrückt haben, dann kann ich jetzt einfach selber reagieren, kommen, was machen. Holz hat man normalerweise daheim, einmal schnell an den Baum, der wo vielleicht dafür passt. Für das, was man vorhat, kann man auch fällen. Es ist ja nicht so, dass kann ein Baum da werden. Wie gesagt, der da ist eventuell einmal so ein Kandidat. Schade drum eigentlich, aber kaputt steht natürlich am Weg. Wenn der irgendwann einmal fällt, ihr seht, das sind die Äste alle nur noch raus, wenn da hinten rein gehen kann. Das kann irgendwann einmal passieren, der kracht raus. Nicht auszudenken, wenn du aus einer Person vorbeiläuft und was von dem Ding da schlagen. Steckst ja nicht drin, kann passieren. Und solche Bäume, die müssen weg, oder? Du hast dann weiblich einmal, wir haben alte Kaschbäume stehen, die sind kaputt. Den Stamm, ja, du kannst nicht zu Feuerholz machen, du kannst natürlich auch noch schön ein Brettler draus machen. Und wenn du zum Beispiel dann ein kleines Holzregal oder was selber baust, oder Brotzeitbrettler oder was der Teufel muss, das kann man ja auch selber machen. Das sind, wie gesagt, so die Ideen dahinter. Ich habe, wie gesagt, die Idee, aus dem Stamm da hinten ein wenig stärkerer Bullen zu schneiden. Dann werde ich da einmal einen Stuhl bauen. Das gibt es dann aber auch, wenn es einmal so weit ist. Wie gesagt, jetzt hoffen wir einfach, dass das Wetter demnächst einmal passt, dass wir es machen können. Heute, wie gesagt, wäre es ja eigentlich schön. Aber um Sonntag möchte ich die noch benennen mit Ärchen. Jetzt waren dann eigentlich auch so, hängt doch ein Elektrosäge rein. Ja, wenn man einen kriegt, wäre das für den Harmrum natürlich eine schöne Idee. Könnten wir machen. Dann sind wir ja schon fast wieder in die Richtung Blockbonsäge. Es gibt Leute, die machen das. Die hängen zum Beispiel ein alter E30 rein. Kraftstrom, Elektrosäge. Mit der kannst du natürlich dann schon ein wenig was leisten. Mit Photovoltaikanlage macht das Ganze natürlich Sinn. Muss man aber auch sagen, die Elektrosägen, die das können und den Drehmoment dann haben, dass die das backen, die kosten halt dann auch schon wieder so viel wie ein guter Motorsäge. Die kosten teilweise mehr wie jetzt die Säge und die wo ja auch nicht. Also ja, eigentlich war es auch schon günstig. Aber dann kostet die Elektrosäge noch mehr als die Büffel da mit 365 Euro. Und ich suche einmal so, das bisschen Sprit und das Öl, das muss ich da für Vorkäufe verschmerzen. Das Öl brauche ich bei der Anna. Und den Sprit, den wo ich da für vor. Da hat es wenigstens was zu erben. Und ich nutze die Säge ja jetzt nicht ausschließlich nur für das Sägewerk, sondern ich nutze die ja dann auch einmal für einen Stahlholzstamm, wenn du was fällst. Also, wenn einmal wieder irgendwann ein starker Arm wie sowas da kommt. Wobei, die ist ja nicht stark, wir haben schon was deutlich Stärkeres gehabt mit 1,20 Meter Durchmesser. Das ist dann eigentlich Stahlholz. Weil das da, das magst du theoretisch mit der Husqvarna auch, wenn es sein muss. Aber wenn du richtig Stahlholz hast, ist die sehe ich genau richtig. Die hat Leistung, die hat Bums. Ist ja auch ein guter Grund, warum die Säge heute noch gebaut wird. Nicht mehr bei uns, sondern in Brasilien waren die noch vertrieben. Die 051, die 076. Ja, Urwald abholzen ist scheiße, aber ja, wenn du halt eine Säge für sowas brauchst, dann ist die halt nicht schlecht. Hat auch einen Grund. Wie gesagt, ich heiße es nicht gut, dass der Urwald abgeholzt wird, aber naja. Genau, wie gesagt, soviel zum Funktionsprinzip. Ganz simpel, ganz einfach kalten. Wenn es auch in Aktion kommt, werde ich euch das zeigen. Wie gesagt, was ich noch tauschen möchte, das ist die Höhenverstellung. Ich habe schon passend da, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Exzenterhebel da. Die ist da quasi dann einfach bloß umklappst, die spannen sich dann fest. Problem ist aber, die AU, die wo jetzt da drin sind, die sind zu kurz. Also die Plexiglasscheiben da, die fliegt noch raus. Ich weiß gar nicht, wofür die eigentlich gedacht ist, was die für einen Sinn und Zweck hat.
Was man so im Internet liest, die meisten, die lassen die gleich weg, weil sie es auch gar nicht nutzen. Ich habe sie halt mit eingebaut, die fliegt aber dann raus. Und dann kommen auch da Exzenterspannhebel rein. Muss ich nur gucken, ob ich aus Gewindestab dann was biege. Oder ob ich da vielleicht längere solcher U-Schellen herkriege. Und dass ich es dann festkriege. Genau, so viel dazu. Das ist das Sägewerk. Und wenn es in Aktion geht, gibt es dann ein richtiges Video dazu. Also richtig schöne Bewegtbilder. Bis dahin wird es ja auf jeden Fall die Woche noch dauern. Das geht aufs Wochenende. Aber schauen wir mal. In diesem Sinne, jetzt wünsche ich euch dann eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder. Bis dann. Servus, euer Michel.